Ja, moin moin und hallo zusammen zu einer neuen Folge Let's Play Licht und Finsternis. John hat sich ja gestern und vorgestern und vorvorgestern schön Rate angesehen und hat sozusagen den ganzen schönen Teil abbekommen. Jetzt hock ich hier in der Seidenspinnerhöhle und naja, die ich nicht mag. In der Tafel ist ein rundes Loch. Ich kann durch dieses Kraftfeld nicht durchgehen. Tja, und wir sind allein. Komplett allein. Und natürlich nicht geheilt, was wir jetzt, ja, was wir jetzt so schnell tun müssten. Ich will nicht ungeheilt gegen solche starken Gegner kämpfen. Heilknolle. Oh, plus 200 will ich nicht machen. Schiffstroll der Heilung ist recht nicht. Oh, was anderes haben wir nicht. Egal, Heilknolle. Sind wir eben voll geheilt. Ja. Weiter hier lang. Gehen wir einfach mal hier durch die Höhle. Tauchen wir hier auf. Ganz einfach. Und wir bekommen eine Sprengfrucht. Dass das allen Gegnern Schaden macht. Und man kommt nicht irgendwie rein, wenn man Spinnnetz entfernt. Sieht nicht so aus. Okay, gehen wir hier lang. Ich kann durch dieses Kraftfeld nicht durchgehen. Das sind aber so komische Raupen. Wahrscheinlich sind das die Seidenspinner, nach denen die Höhle benannt wurde. Naja, hier ist erstmal Endstation. Und der John hat sich ja gewundert, warum es in dieser Höhle keine roten Pfeile an den Ecken gibt. Ja, ist ganz einfach. Die gibt es in keiner Höhle, nur in den Außenarealen. Zumindest ist es meistens so. Ich glaube, hier hat sich der John schon umgesehen. Ich schau mal hier unten nach. Ah ja, Story. Das ist also ein Seidenspinner. Händler. Das gefällt mir gar nicht. Was ist denn passiert? Wir handeln jetzt schon viele Jahre mit den Seidenspinnern. Und noch nie waren sie so unruhig und angespannt. Er handelt mit diesen komischen Dingern? Sie mögen vielleicht wie Tiere aussehen, aber sie sind mindestens so intelligent wie ein gewöhnlicher Dämon. Ach ja? Was soll das? Schon gut. Wir geben ihnen Früchte und erhalten dafür ihre Seide. Jeder aus der Rate weiß das und deswegen gehen wir immer respektvoll mit ihnen um. Aber vor ein paar Wochen sind in der Höhle Räuber aufgetaucht und stehlen die Seide. Vermutlich sind die Seidenspinner deswegen so aufgeregt. Wir haben sogar Kraftfelder aufgebaut, um die Höhle zu schützen. Sieh. Stell dir vor, ich habe tiefer in der Höhle einen Schatz entdeckt. Leider kann ich ihn aber nicht erreichen, da ein großer Felsbrocken davor liegt. Ein Schatz also tiefer in der Höhle. In den Seidenseilen. Na, gehen wir mal hier lang. Wieder so dunkel. Leuchtkugel gefunden. Nope, da geht's nicht weiter. Ach, die Leuchtkugel, mit der kommen wir wahrscheinlich da hinten durch das Kraftfeld. Hier im Zentrum. Aber ich speichere lieber nochmal ab. Und. Jawohl. Der Leuchtkugel kommen wir hier durch. Sehr schön, sehr schön. Das will er sich nicht ansehen. Anscheinend bin ich nicht der einzige Dämon in dieser Höhle. Endlich! Ich bin gerettet! Ich warte schon so lange auf dich, mein großer Held. Eine schreckliche Bestie hat mich in dieser Ruine eingesperrt. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Aber nun bist du da, um mich zu retten. Wieso klappt das nicht? Weil ich ein Dämon bin, Succubus. Und wieso läufst du dann wie ein Mensch verkleidet herum? Natürlich, damit ich nicht auffalle. Im Gegensatz zu euch, Succubi, ist mein Aussehen hier oben ziemlich auffällig. Wenigstens ist deine Tarnung gut. Ich habe nicht gemerkt, dass du ein Dämon bist. Du nimmst dir diese kleine Verwechslung doch nicht übel, oder? Nein.
Ich habe sowieso nicht die Zeit, mich mit unnötigen Kämpfen aufzuhalten. Wenn ich mich nicht irre, dann gehören Tsukubi zu den wenigen Dämonen, die auf der Oberwelt geboren werden. Das stimmt. Wie viel weißt du über das Bannfeld? Du musst ja schon lange hier sein. Ich weiß nur, dass dieses Ding die anderen Dämonen daran hindert, die Unterwelt zu verlassen. Warum? Ich habe die Aufgabe, das Bannfeld zu durchbrechen. Du willst es schaffen, was andere schon seit Jahrtausenden versuchen? Das ist doch ein Kinderspiel. Ich möchte mit dir kommen. Warum? Selbst wenn ich mein ganzes Leben unter Menschen verbracht habe, bin ich ein Dämon. Reicht das als Erklärung? Anscheinend sehen das aber nicht alle Dämonen so. Ein paar haben schon versucht, mir in die Quere zu kommen. Auf mich kannst du dich verlassen. Ich bin übrigens Taria. Und du? Tiaram. Ich denke schon, dass du Hilfe gebrauchen kannst. Oder nicht? Ich habe sie zwar nicht nötig, aber es schadet andererseits auch nicht. Du kannst meinetwegen mitkommen. Hohoho, und da haben wir ein neues Gruppenmitglied, nämlich Taria. Ja, eine Dämonenfrau. Nichts Besonderes. Verschlossen. Verschlossen. Ja, toll, nichts zum Angucken hier. Ja, unsere Gruppe wird voller und voller. Falls wir jetzt wieder mit der kompletten Gruppe zusammenkommen, hätten wir schon 5 Gruppenmitglieder. Ja, das ist doch schon so einiges. Gehen wir mal nach rechts. Also habe ich mich doch nicht geirrt. Es sind Menschen in der Höhle. Priesterin. Huch! Was möchtest du von mir? Brauchst du meine Hilfe? Ich habe eher gedacht, dass ich dir helfen kann. So ein Leben als Priesterin ist doch eine sehr schwere Bürde. Sie ständig nur aufopferungsvoll um die anderen kümmern. Kommt dann nicht etwas zu kurz? Ich verstehe nicht, was du meinst. Taria! Wie ich sehe, hast du Selena schon kennengelernt. Sie begleitet mich auf meiner Mission, die Dämonen aufzuhalten. Es ist schön, dich wiederzusehen, Tiaram. Ich hatte schon befürchtet, du möchtest nicht mehr bei uns bleiben. Ja. Nein. Ich habe mich in der Stadt nur noch ein wenig umgehört. Da bist du ja endlich. Und wer ist deine Begleiterin? Ich bin Taria. Als ich gehört habe, was ihr vorhabt, habe ich mich entschlossen, mich euch anzuschließen. Es kann ja nicht schaden, wenn wir noch ein bisschen mehr Unterstützung haben. Das ist richtig. Gehen wir erstmal aus dieser seltsamen Höhle. Den Rest können wir später besprechen. Ja, endlich! Das hat mal echt lang gedauert. Schauen wir die Gruppe wieder voll und wie ich schon aus einigen Comics gelesen habe, sollten wir mal wechseln. Wir nehmen mal Selena und warte mal. Oder erstmal Taria zu gucken. Als Heiler haben wir Tiaram. Erstmal. Ich will mal gucken, was Taria so drauf hat, dann können wir weiter die Gruppe hin und her wechseln. Und ach, hier ist ein Bandit. Hui, hui, hui. Und es sind gleich 3 Stück. Okay, aber die werden mit einer so tollen Gruppe wahrscheinlich kein Problem. Und schon kommt Taria zum Zuge. Sie hat anscheinend eine Peitsche. Schön, schön. Mist, ich hätte den allen erstmal nicht mit neuen Waffen geben sollen. Dafür ist jetzt schon zu spät. Naja, nach dem Kampf. Was hast du so für Magie? Spezialtechnik. Lebenskraftstehen, Angriffs 75, transferiert 25% 6 Energie. Das machen wir sofort. Also wir nehmen den Leben ab und werden dabei noch selber geheilt. Das ist eine der Skills, wofür ich Taria ziemlich zum Schätzen gelernt habe. Tja, wie man schon mitbekommen hat, die Gegner erhalten einiges aus. Taria macht mal wieder ihren schönen Skill. Und er ist schon down. Victor greift an. Aber wir machen schon so wenig Schaden in letzter Zeit.
Und Tiaram heilt sich. Okay, wir stecken doch eine Menge Schaden ein. Victor greift weiter an. Angriff ist die beste Verteidigung. Tahir greift auch an. Und Tiaram heilt Victor. Ja, wir stehen doch gar nicht schlecht da. Tahir greift an. Tiaram heilt Tahir. Okay, wir brauchen Selena in der Gruppe. Da kommt Tiaram nicht wirklich nach. Ich habe das Spezialtechnik Lebenskraft stehlen. Ja, weil. Und ach komm, stirbst du endlich mal? Na bitte. Jetzt Tahir mal wieder Lebenskraft stehlen. Kann sie ja so gut. Victor. Und Tiaram. Geheilt. Müssen wir nicht werden. Noch nicht. Tahir macht aber wieder ihren schönen Skill. Könnte ich den ganzen Tag über machen. Und ja, schön Schaden. Wir werden geheilt. Was will man mehr? So, ja, komm. Okay, sonst hat Tahir nichts drauf. Talisman hat sie keinen. Jade. Bis zu Jadepfeile. Okay. Schmink. Bernstein. Bis zu Bernstein Splitter. Angriff 80 auf alle Gegner. Okay. Da Bernstein Klinge. Probieren wir das mal aus. Und down ist der Gegner. 21 EP und 150 Goldmünzen erhalten. Noch schnell das Item schnappen. Leuchtkugel, sehr schön. Und und die Ausrüstung checken. Tahir hat jetzt ein Kristallschwert. Tahir hat Dornpeitsche. Armband bekommt sie das Habichtarmband. Victor, Unix-Hellebarde, Angriff 38. Ja, da geben wir ihm doch lieber die Sichel-Hellebarde. Lea, Windklinge, Angriff 32. Na, sie bekommt die Sichelklinge. Talisman haben wir keinen über. Selena hat ihren Silberkolben und bekommt den Kriegskolben. Und ja, das war's. Dann die Gruppe. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich hole erstmal Victor raus und pack Selena mit rein. Ja, Tiaram wird hier von den Frauen dominiert in der kämpfenden Gruppe. Wir sehen ja noch, ob das gut ist oder weniger gut. So, gehen wir erstmal hier lang. Wo wir die drei anderen getroffen haben. Und gucken, was uns hier erwartet. Was machen diese Räuber dort? Anscheinend haben sie eine der Larven der Seidenspinne gestohlen. Das dürfen wir nicht zulassen. Ah, töten wir dich mal eben. Tahir, Angriff. Okay, Selena auch mal einen normalen Angriff. Tiaram auch. Tahir greift an, ich will gleich mit Selena heilen. Okay, hast du da irgendwas Schönes? Reinigung. Nope. Amethyst, nee, das ist gerade noch zu mächtig. Himmelsregen, TP plus 150 auf alle. Das machen wir doch gleich. Und schon sind wir voll geheilt. Braucht eine 8 Energie, das ist ein sehr schöner Skill. Ja. Wir greifen weiter an.
Selena macht mal ihre Reinigung. Angriff 75. Und weg ist einer. Gut, und ich glaube, nach diesem Kampf hören wir mit dem Part auf. Gut, Taka greift weiterhin an. Tioram auch. Und oi. Machen wir mal wieder unseren schönen Skill. Ja, nicht Reinigung, sondern... hallo, wo war das nochmal? Amethyst? Ja, Amethyst. Alle Folge halt, Taka greift weiterhin an und noch niemand tot. Na komm schon, stirb doch, bitte. Ach, Mr. Taka, ich dachte, es wäre Selena. Egal, Reinigung. Der hier sollte weg sein. Das ist er auch. Schön, schön. Diagramm macht mal. Ach, Bernstein hatte gar nicht. Amethyst Kristallspieß. Ich weiß ja nicht. Oh Gott, Onyx hatte nichts. Ach so, auf ja, da haben wir jetzt sehr schön. Toll. Ja, probieren wir mal. Das ist ja alles schon. Vielleicht macht es dann ordentlich. Och Gott, null Schaden. Okay. Jade-Schwert ist unnütz bei den Gegnern. Wahrscheinlich das komplette Jade-Element. Tiaka macht seinen Flammenschlag und... Er sieht schon im Schaden besser aus. Gut, gut. Die Gegner dauern auch immer länger hier. Selena, los, gib ihm den Mist. Oh, nein, Mist. So. Ach komm, du stehst noch? Stirb doch endlich! Na bitte. 21 EP und 150 Goldmünzen. Tiaram hat die nächste Stufe erreicht. Und ja, jetzt gucken wir nochmal ganz, ganz schnell in die Magie, bevor wir mit dem Part hier aufhören. Energie. Machen wir beim Tiaram die Jadepfeile. Als nächstes wäre der Jadepanzer ab Stufe 11. Gut. Ach, Selena hat ja zwei. Das hier kann sie noch nicht. Stufe zu niedrig. Er hat auch zu auf was? Wahrscheinlich Bernstein. Stufe auch zu niedrig. Okay. Victor. Ja, der Panzer. Stufe zu niedrig. Ich weiß jetzt nicht, ob wir sie auf mehr als nur ein Gebiet leveln sollen, aber... Naja, egal. Also, weiter geht's dann morgen mit Part 29 von Let's Play Licht und Finsternis. Das war's von heute von mir. Ciao, Leute.